Hallo! Hallo, wir sind's! Pia ist auch da. Also, hey, hallo! Hallo! Und zurück? Ich dachte, wir sollten nur eine Armlänge. Ja, grüß dich. Na? Ja, sicher. Voll in der Messe. Wo hast du mich hingebracht? Wo sollte ich herkommen? Zu Youngtech Enterprises. Das ist Youngtech Enterprises. Das ist das, worüber wir das ganze Jahr gesprochen haben. Endlich mal was Handfestes. Endlich mal was Handfestes. Schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Doch, wir sind auch sehr zufrieden. Sehr groß geworden. Wir haben über 70 Startups hier. Plus noch Startups auf den Gemeinschaftsständen, die wir ja schon mal vorgestellt haben. Und ich glaube, es läuft richtig gut. Sehr Macht cool. richtig Spaß wieder. Sehr schön. Klasse. Ich habe dir aber auch noch eine Überraschung mitgebracht. Nein. Ja, ich habe dir doch erzählt, dass wir einen Industriepreis haben. Den Hermes Award. Stimmt. Wird vergeben unter allen Ausstellern der Hannover Messe. Immerhin ja 6.500. Das ist echt. Und jetzt rat mal, wer gewonnen hat. Ein Startup. So ist es. Ein sehr Startup. Cool. Sehr Jawohl. Cool. Komm, und da gehen wir hin. Ich zeig dir die mal. Los, komm mit. So, ihr Lieben, hier sind wir jetzt also beim Hermes Award Gewinner 2019. Faruk. Hallo. Ganz herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Danke. Faruk, jetzt erzähl uns doch mal, was genau macht ihr? Was macht euch besonders? Ja. Wir haben eine neue Verbindungstechnologie entwickelt. Und diese Technologie ist basierend auf metallischen Nanodrähten. Das heißt, wir bringen metallische Nanodrähte auf beide Seiten zwei Fliegerpartner und kesseln wir die zusammen, die Raumtemperatur, und die sind miteinander verbunden. Das funktioniert ganz einfach. Ja, genau, Wahnsinn. Einfach zusammenpressen. Wahnsinn. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die bisherigen Hermes Award Gewinner der vergangenen Jahre Unternehmen waren mit 1000 und mehr Mitarbeitern und dieses Jahr ein Startup. Ja, genau. Frau Ruf, wie fühlt sich das an? Also Hermes Award zu gewinnen war für uns eigentlich eine Überraschung. Wir wussten nicht, dass wir das gewinnen können. Das und das war unser Bedenken. Ja, die vorherigen Gewinner waren die Riesenkonzerne oder Firmen, wie Sie gesagt haben, mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Und wir sind ein neues Unternehmen mit 8 Mitarbeitern momentan. Umso cooler. Genau. Und deswegen war für uns eine Überraschung. Ist jetzt echt ein Zeichen für alle Startups. Könnte echt richtige Vorreiterfunktion. Genau. Ihr seht also, wenn man bei Youngtech Enterprises auf der Hannover Messe dabei ist, dann kann im besten Fall sogar sowas passieren. Man ist hinterher Hermes Award Gewinner. Genau. Insofern, was sagt uns das? Ihr müsst dabei sein. Wir sehen uns nächstes Jahr oder ihr kommt jetzt noch vorbei und schaut euch das an. Es lohnt sich. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Bis dann. Herzlichen Glückwunsch. Super. Danke.